Ron und Frank, Security Nightmares. Hallo Hamburg. Hallo Hamburg. Ja, wo wir herzlich willkommen. Wo wir gerade bei den Umfragen waren, da fehlte natürlich eine sehr wesentliche Frage. Wer von euch hat denn ein Security Nightmare verursacht? Wieso meldet sich Honk nicht? Vergiss es. Schon gut. Du stellst schon wieder die Fragen falsch, ne? Man muss mal fragen, kennst du jemanden, der ein Security Nightmare hat? Achso, ja, genau. Kennt ihr jemanden? Könnt ihr für einen Freund sprechen oder fragen? Und ihr merkt schon, wie das funktioniert, oder? Es sind nicht die Leute, die sich verraten, es sind ihre Freunde, die sie verraten. Neulich stellte jemand auf Twitter die Frage, wie man Operational Security durchsetzen kann. Und ich glaube, worauf sich alle geeinigt haben, war, mal wenn du keine Mutter hast. Ja, das ist, warum die Maschinen gewinnen werden, oder? Die haben schon 4 Tage Kongress hinter sich, die finden sowas nicht mehr witzig. Da sind wir wieder, 15. Veranstaltung, 0xf. Wer war bei der ersten dabei? Immerhin. Okay, 10 Leute. Haus am Köllischen Park, ne? Genau, nicht Eidelstädter Bürgerhaus, nein. Nee, da war man schon lange rausgewachsen damals. Ja. Wobei hier sieht man teilweise die Nachfolger, von denen man die ersten Dinge tatsächlich im Eidelstädter Bürgerhaus gesehen hat. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich im Eidelstädter Bürgerhaus schon eine Nähmaschine gesehen habe, die GIFs akzeptiert hat. Auf Diskette? Ja. Wer weiß, was eine Diskette ist? Ja, genau, das ist das Icon, das auf dem Save-Button ist. Und wenn ihr euch unten diese Nähmaschinen, wenn man sie noch so nennen darf, anseht, dann denke ich doch, kann man klar sehen, wie weit wir gekommen sind in den letzten Jahren. Meine Güte. Und du meinst, in 5 Jahren können wir den Animated GIFs sticken? Das ist das, was wir wollen. Genau, willkommen auf dem Kongress, auf dem letzten Tag des Kongresses. Ich weiß nicht mehr, jeder von euch ist noch voll zurechnungsfähig. Wir zählen darauf. Die mit dem wenigsten Schlaf, wenn ihr euch schon mal an den Mikrofonen anstellen könnt und die Dinge erzählen könntet, die ihr sonst nie erzählen würdet. Ja, danke schön. Und das nach dem Support-Marathon, den andere Leute Weihnachten nennen, oder? Wie ist denn das so? Heimvernetzung bei den Großeltern, darf ich mal eben zählen? Also für wie viele Geräte seid ihr da inzwischen zuständig? Früher war es ja mal vielleicht ein Laptop. Dann ist völlig klar, dass man inzwischen auch den Router durchpatchen muss, wenn das nicht zwischendurch jemand getan hat. Was kommt da inzwischen noch dazu? Der Drucker, die Kamera. Wer ist im Elternnetzwerk bitte? Ja, im Elternnetzwerk für mehr als 3 Geräte zuständig. Mehr als 5? Ja, das ist ja, wow. Okay. Mehr als 50? Oh, okay. Das wird bei unseren Kindern anders sein, ich sag euch das. Wenn bei mehr als 50 einer die Hand gehoben hätte, dann hätte ich gefragt. Und wer von da oben? Okay. Und okay, dann stelle ich die Frage doch. Und wer von euch muss im elterlichen Netzwerk erstmal Nmap fahren, um rauszukriegen, wie viele es sind?
Ja, genau. Wir hoffen, dass die Industrie da bald einspringt. Wir haben da so ein paar Ideen, dazu später. Wie immer, warum machen wir das? Wir wollen sprechen über die Security Nightmares, die wir haben wollen, weil sie vielleicht was ändern. In letzter Zeit scheint das immer öfter der Punkt zu sein, an dem sich was ändert, erst dann, wenn es richtig schlechte Presse gibt. Und natürlich die, die wir nicht haben wollen, weil sie vielleicht die falschen Dinge ändern. Denn vorgewarnt zu sein, ist vorbereitet zu sein. Und außerdem, und jetzt bitte im Chor, es ist gut für das Told-You-So-Karma. Ja, schön, nochmal. Das Told-You-So-Karma. Ja. Ja, wir mussten halt der Versuchung widerstehen, die Folien vom letzten Jahr einfach nochmal aufzulegen und sie einfach irgendwie 10 dB lauter nochmal vorzutragen. Aber wir haben ein paar neue Dinge gefunden. Ja, wir haben ein paar neue Dinge gefunden. Vor allen Dingen fallen einem ja aber auch Dinge weg. Nämlich so, wenn man vor zwei Jahren bei vielen Szenarien noch klar sagen konnte, du spinnst, das ist total unrealistisch. Was für eine Verschwörungstheorie. Genau. Wo ist dein Aluhut? Ja, das fällt jetzt weg. Ich war vorgestern hier in so einem Talk, wo ich dachte, die Vortragenden sind aber echt von der Aluhut-Fraktion. Und dann dachte ich, ja, das war noch klar. Vor zwei Jahren war das noch ganz klar. Jetzt sollte man sitzen bleiben und die Klappe halten. Weil wer was nächste Woche veröffentlicht wird. Wer von euch hat denn kein Smartphone? Okay. Das, und wie hat euch der Talk von Richard Stallman gefallen? Richtig gut, oder? Genau. Ja. Ich finde das ganz wichtig. Ich habe das sehr genossen. Einmal wegen den schönen Wortspielchen, die ganz klar Wau-Holland-Niveau hatten an einigen Stellen. Und weil das natürlich für den Realitätsabgleich auch ganz, ganz gut ist, mal zu sehen, wie man auch durchs Leben kommt. Damit beurteile ich das nicht. Ich sage nur, so kommt man auch durchs Leben. Das finde ich wichtig zu wissen. So als Fallback. Also früher haben die Banken ja auch immer noch, ich weiß nicht, machen die das heute noch? Machen die noch Paper Days? Die Banken? Hm? Bestimmt. Also jedenfalls, also vor ein paar Jahren war es noch so, dass so zumindest die großen Banken haben so einmal im Jahr, haben die so getan, als wenn ihre Computer nicht mehr gehen. Und gut, an einigen Tagen im Jahr müssen sie auch nicht so tun. Dass ihr meint, so, das ist das, was den Mitarbeitern hinterher erzählt wurde. Das war eine Übung. Ja, und um halt zu gucken, ob ihre Papierprozeduren noch funktionieren. Und tatsächlich ist es auch sehr reizvoll, sowas mal im privaten Leben zu machen. Also zu gucken, ob man mal so einen Tag oder gar eine Woche ohne Smartphone auskommt. Also ohne Mobiltelefon finde ich schon schwierig. Ohne Smartphone würde vielleicht wahrscheinlich sogar noch gehen. Ja. Richtiger Einwurf. Sony macht das eine Woche lang, genau. Sony hat sozusagen gezwungenermaßen auf Papierprozeduren zurückschalten müssen. Es kann immer mal wieder passieren. Ne? Also es ist halt so, dass dann nicht mehr die Zombie-Apokalypse kommt, sondern die Papier-Apokalypse. Ja, zwischendurch kommt vielleicht noch die XP-Apokalypse. Wer ist zu Hause noch für XP-Installationen zuständig? Tja, ja. Wer kennt jemanden, der noch für eine XP-Installation zuständig ist? Wer kennt jemanden, der in einer Firma arbeitet, wo man noch für XP-Installationen zuständig ist? Au, 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 au. Wir brauchen so einen lasergesteuerten Händehochzähler oder so. Irgendwas, was man unten links einblenden kann für die zu Hause. Okay. Ja, so, wo waren wir denn jetzt?
Die Rückschau. Starten wir mit der Rückschau von vor 10 Jahren. Wir waren ja vor 10 Jahren schon da und haben Sachen erzählt auf dem 21C3. Wir haben Superworms angesprochen und dachten, vielleicht gibt es bald die ersten Würmer, die dann ihr Betriebssystem nachinstallieren, um dann darauf irgendwie abstrakten Code laufen zu lassen. Also ne, erstmal droppen, dann Emacs nachladen und dann Code. Da kommen wir gleich zu. Ja, das gab es noch nicht so richtig. Aber wir haben auch, jetzt hätte ich die Reihenfolge ändern sollen, wir haben auch über Mobilbotnetze gesprochen. Was vor 10 Jahren noch so ein bisschen weit draußen war. Ja, ich glaube, wir haben im Wesentlichen gesagt, dass wir das jetzt noch nicht gleich erwarten, weil das war, glaube ich, noch Symbian-Zeiten, oder? Ja, wir hatten mehrere Jahre, wo wir so jetzt geht's aber langsam wirklich mal los mit dem Mobiltelefon so als Running Gag hatten. Und es dauerte so zäh, so 3-4 Jahre, wo wir es jedes Mal drin hatten und es irgendwie nicht so richtig kam, weil es noch nicht so richtig ein schönes Ökosystem dafür gab. Ja, es war halt, also die Mobiltelefontechnologie war einfach noch nicht so weit. Ja, aber der Marktführer liefert ja jetzt. Ne? Also nicht Wurm mit eigenem Betriebssystem, sondern Betriebssystem mit Wurm ab Werk im Handy. Also schon damals war ja die Diskussion zum Teil auch darüber, ob es dann sowas wie eine PKW-Maut geben wird. Ne? Und dann haben die immer gesagt, ach nein, 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 nein. Es geht da auf gar keinen Fall um PKWs, weil da würde ja der ADAC auf den Barrikaden stehen. Nein, sie haben den ADAC nicht erst demontiert, um dann die PKW-Maut einführen zu können. Das ist eine Verschwörungstheorie. Kann ja nicht sein. Ja, Biometrie, oder? Oder was? Ja, ich meine, Biometrie war ja damals, da waren wir ja ziemlich weit vorne, ne? Mit Biometrie so. Vor 10 Jahren ging es ja gerade erst so richtig los. So. Und die Frage war ja auch so, wird sich das durchsetzen, wenn wir überall Biometrie drin haben? Wird es irgendwie jeder Lichtschalter, jede Türklinke, wird die einen Fingerabdruck haben wollen? Geht es dann auch gleich in die Reisepässe oder erst ein bisschen später so? Und Telefone mit Fingerabdruckleser gab es damals so als so Sleeves, die man so ranstecken konnte, wo dann noch so ein Apparat, der so groß war wie das Telefon, da hinten so ein Fingerabdruckleser drin hatte. Genau, und dann kamen irgendwann Laptops mit Fingerabdrucklesern und da haben wir dann alle mitgekriegt, dass die irgendwie 2 Jahre funktionieren und dann nicht mehr, ne, weil der Sensor geht kaputt von dem ganzen Glibber, das man immer an den Fingern hat. Und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen, ne? Ja, da war es so ein bisschen, ja, eher so nur so Randerscheinungen. Ne? Also bis auf die Reisepässe natürlich und die Personaldokumente, die ja dann doch versucht haben vorzupreschen. Und ja, dann, und in Science Fiction war das auch immer gut für einen Gag, ne? Genau, in der Science Fiction war die... Ja, das Auge rauspulen. Wo war das? Das war... Demolition Man, dankeschön. Da kommen wir später noch drauf zurück übrigens. Sehr empfehlenswerter Film, aber erzählen wir gleich noch was. Genau. Ja, und jetzt haben wir als Realitätsabgleich, ne, und jetzt haben die ersten Urteile zu dem Thema, die ja wohl dann offensichtlich klären, ob Biometrie durch ist oder nicht durch ist. Rein technisch ist es natürlich durch. Ihr habt alle den Vortrag von Starbuck gesehen und wenn nicht, dann würde ich euch vorschlagen, dass ihr das nochmal macht. Aber dieses Jahr gab es das erste Urteil in den USA, wo sie erklärt haben, dass ein Passwort nicht zu sagen ist in Ordnung. Ja, das plötzlich vergessen zu haben oder so, das ist in Ordnung, was es ja in England übrigens nicht ist, aber in den USA ist das in Ordnung. Aber es ist völlig in Ordnung, die Hände irgendwie ne, auf den Rücken und dann das Telefon daran vorbeizuziehen. Das darf man. Und das gibt aber auch andere Gründe im Leben eines Menschen, warum man vielleicht von Biometrie wieder auf Passwörter umstellen will.
Und ich war mir aber eigentlich ganz sicher, dass Andreas Boog getwittert hatte, dass er jetzt wohl auf Fingerprint-Sensor umstellt, weil sein Kind nämlich jetzt Passwörter und ähnliches rückwärts, also umgekehrt. Shoulder surfen kann? Ja, Shoulder surfen kann. Aber also, noch nicht Fingerabdrücke nachmachen kann. Also als Kindersicherungsbiometrie wahrscheinlich noch okay. In so ein. Wenn du aber ich schätze mal so, bis sie dann so 12 oder 13 sind oder so. Und dann auf dem Kind. Ja, wir haben das auch als Bildungslücke irgendwie bei seinem Kind betrachtet und nicht als irgendwas anderes, ja. Genau. Sekundenkleber, ja. Mhm. Ja, wo du willst. Immer abends den Sekundenkleber drauf machen und morgens wieder abpulen, wenn man wach ist. Na, ich weiß auch nicht. Ja, dann haben wir gedacht, bei Zigbee geht noch was, weil wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem landesweiten Standard für Blinkenlights. Also auf Straßenebene. Ich habe auch tatsächlich jetzt ein Gerät, das mal theoretisch Zigbee sprechen könnte in meinem Haushalt, aber das war es auch schon, eine Antenne hat es nicht. Wer hat denn Zigbee zu Hause? Wer von euch weiß nicht, was Zigbee ist? Das macht's klar, glaube ich. Ja. Okay. Ja, mobile Botnetze hatten wir gerade, findet statt. Was dazwischen uns steht und der Vollkatastrophe ist natürlich die Batterie, ne? Das Mobilgerät. Und ich weiß auch immer nicht, was ich sagen soll, wenn wieder so ein Mobilfunkbenutzer mir erzählt, dass irgendwie seine Batterie ja echt nur ganz schön kurz gehalten hat. Und dieses Telefon immer so warm wird. Ja. Weiß ich auch nicht, ob ich dann sagen soll, ja, steck mal eine neue rein und wenn es sich nicht ändert, dann hast du dir was eingefangen. Oder ob man die Leute daran bestärkt, sich ein neues zu kaufen, weil man genau weiß, das, was sie da in der Hand haben, hat schon seit 2 Jahren kein Software-Update mehr gesehen. Gewissensfragen. Wer von euch hat denn auf seinem Telefon ein nicht vom Hersteller geschipptes Betriebssystem? Also was wie Cyanogen und so. Ja. Und wer von euch hat es deswegen, weil der Hersteller keine Updates mehr liefert? Ah, das sind aber nur 10%. Aber ihr seid die Avantgarde. Das geht weiter so. Genau, vernetzte Autos und Überwachungskameras. Vernetzte Autos war ein bisschen mau, ne? Ist noch nicht so viel passiert. Naja, ist schon eine Menge passiert, wir sehen es nur noch nicht. Aber ich dachte, E-Car wird erst nächstes Jahr vielleicht verabschiedet. Dieses Emergency Call Standard für Autos wird erst vielleicht nächstes Jahr verabschiedet. Dann fängt es dann an, richtig loszugehen. Wir sind ja jetzt so in dem Moment, wahrscheinlich ist es so ein bisschen so wie mit den Mobiltelefonen, wir erzählen es jetzt nochmal so 3 Jahre so und dann haben wir dann mobile Botnetze. Die auch fahren können. Genau. Aber das mit den Überwachungskamera, das war spot on. Da gab es eine echt schöne Website, die heißt, glaube ich, incam.com. Der crawlt das Internet nach ungesicherten Webcams und sortiert die dann über Geolocation nach Ländern und Städten. Da kann man sich dann also direkt runterklicken auf seine eigene Stadt und gucken, was es man da so sieht. Und da ist auch alles, ne? Willst du noch so an die Autos haben wir später noch. Gut. Ah ja, und Mac OS X, der hatten, glaube ich, das Ende der Schonzeit angesagt. Und dieses Jahr läuft noch ganz gut. Ne? Naja, dieses Jahr hat dann Apple zum ersten Mal ein Security-Update ohne Nutzernachfrage gepusht, ne? Das NTP-Update. Genau, das war die Geschichte. Wenn man Glück gehabt hat, hat man noch oben rechts so eine Einblendung gesehen. Wir haben da mal übrigens ein Software-Update installiert.
und machen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Und gefragt wurde man nicht, und aber Reboot war... Ja, ja, ich rede gerade vom Default, ne? Und gefragt wurde man nicht und lief einfach durch, und aber Reboot war ja auch nicht notwendig. Und das Erstaunliche war eigentlich das Ausbleiben des Aufschreis, oder? Also wenn das vor 2 Jahren passiert wäre, vor 3 Jahren, dann hätte es aber richtig Alarm gegeben, glaube ich. Und jetzt war das so, ja, hat man wohl machen müssen. Naja, wir kommen jetzt langsam zu dem Punkt, wo wir uns die Frage stellen müssen, was ist tatsächlich besser, ja? Durchpatchen, ohne den Anwender zu fragen, oder dem Anwender noch die Option zu geben, weil welcher Anwender kann es noch beurteilen? Kommen wir noch zu. Apple kann das übrigens seit 2 Jahren, bin ich der Meinung. Vor 10 Jahren. Ich weiß nicht, ob wir damals schon gedacht haben, dass das so ein Dauerbrenner wird. Ich glaube nicht. Aber was da allein in Sachen Voice-over-IP und Ähnlichem, da kommen wir nachher noch zu, da sind ein paar echt schöne Dinge passieren. Und dann dachten wir ja vor 10 Jahren... Wir dachten, dass mit Spam, das kriegt keiner mehr im Griff. Spam hat jetzt E-Mail getötet und Fax wird wieder eingeführt, großflächig. Und irgendwie, weiß ich nicht. Wer von euch hat denn das Gefühl, sein Spam-Problem im Griff zu haben? Ah, siehst du, die meisten. Okay. Und wer löst es alleine? Wow. Und wer lässt es lösen? Okay. Ja. Wer hat mehr als einen Anruf pro Monat von den Eltern wegen komischen E-Mails und ob man da jetzt draufklicken soll? Ja. Nicht so viele. Ja, guck mal an. Genau, die anderen klicken halt drauf. Ja, das ist natürlich das. Okay, die richtige Frage wäre gewesen, wie viele von euch kriegen von ihren Eltern einen Anruf, bevor die auf den Link klicken? Und welche kriegen erst einen Anruf, nachdem die auf den Link geklickt haben? Okay. Gut, das Internet-Normalitäts-Update. Wir bringen ja immer so ein paar Statistiken mit, die wir übers Jahr eingesammelt haben, was wir da so gefunden haben. Denial of Service, Distributed Denial of Service, maximal Bandbreiten, die gemessen wurden dieses Jahr, 500 Gigabit. Und das steigt, glaube ich, rasant an, oder? Das war irgendwie so dieses Jahr 500, letztes Jahr 300 und das Jahr davor 150 oder sowas Böses. Ist halt mehr Bandbreite vorhanden, ne? Ja, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ich dachte, mehr Opfer, die man kontrollieren kann. Hm. Vielleicht auch das, ja. Ja gut, meine insbesondere DNS Reflection DDoS. Ja. Ist ja genau. Dann eher von der Bandbreite des abhängig, der seinen DNS-Server nicht im Griff hat. Und wie viel es davon gibt, genau. Und dann ist ja immer wieder, finde ich das sehr unterhaltsam, diese Studien zu lesen, die da teilweise gemacht werden und dann veröffentlicht werden. Da ist ganz tolles Zeug dabei. Letztes Jahr haben wir berichtet von einer Studie, wo sie in England gefragt haben, für wie viel Pfund, also Geldnoten, Pfundnoten, sie denn das Firmenpasswort verraten würden. Und da kam dann raus, habe ich vergessen, 20 Pfund. Und dann, für wie viel würden sie ihr Facebook-Passwort verraten? 50 Pfund vielleicht. jetzt gibt's dieses Jahr gibt's ein paar andere Zahlen, so dieses, wie viele benutzen eigentlich Passwortmanager, damit sie sich keine komplexen Passwörter merken müssen. Das sind in Deutschland immerhin schon 24% und plus 5% gegenüber dem letzten Jahr. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Der Durchschnittsbürger in Deutschland hat wohl 9 Passwörter. Das ist eins mehr als letztes Jahr.
Und wofür ist das? Für einen Kühlschrank nicht. Für den Passwortmanager. Genau. Dass Facebook noch nicht in den Markt eingestiegen ist, ne? Ja. Wer von euch würde denn seinen Facebook-Account für SSH-Logins verwenden? Das hast du falsch gefragt. Okay. Genau. 7% der Rechner in Deutschland sind noch mit Windows XP. Also wenn wir das jetzt mal... Rechner am Netz. Was? Also wenn wir das jetzt mal mit den Statistiken hier korrelieren, wie viele Leute zuständig sind für Firmenrechner, die noch Windows XP fahren, dann haben wir ja eigentlich sowas wie eine Selbsthilfegruppe, oder? Ja, die Statistik ist geschönt, ruft hier gerade jemand rein. Und das ist sicherlich so, weil das sind die Rechner, die man sehen kann wohl am Netz und über die gesurft wird. Ja, schlimm genug. 14% deutscher Arbeitnehmer haben eine verschlüsselte Mail verschickt dieses Jahr. Circa 25% haben dafür überhaupt die Voraussetzungen, ja, weil im Umkehrschluss, was dann bedeutet, 10% nutzen das nicht, die könnten das, benutzen es aber nie. Nee, wir reden von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, nicht TLS. Und 65% haben wohl die Voraussetzungen gar nicht, ja, also da gibt's echt noch viel zu tun. Wie viele von den 7% Windows XP-Rechnern sind noch die Geldautomaten? Es gibt eine umgekehrte Statistik, die ich dieses Jahr gesehen habe. Da hieß es sowas wie 95% aller Geldautomaten sind noch Windows XP. Was aber in der Umkehrkorrelation heißen müsste, dass wir hier ganz schön viele Banken-Admins sitzen haben. Genau. Also da gibt es großartiges Zeug. Zum Beispiel gab es eine Studie, wo Phishing-Mails verschickt worden sind. Die haben einfach mal 120.000 Mitarbeiter von verschiedenen Unternehmen mehr oder weniger gezielt angeschrieben. Also immerhin so gezielt, dass da schon das Firmenlogo mit in der Mail drin war. Und die Trefferquote, also Leute, die sich eingeloggt haben mit dem Firmenaccount auf dieser externen Webseite, war 20%. Und dann hat die Studie, die das Ding aufgemacht haben und dann da drauf geklickt haben, auch noch in verschiedene Gruppen eingeteilt. Ihr lacht euch schlapp, ja. Da gibt's dann die Narren. Das sind klassifiziert diejenigen, die nachdem sie sich eingeloggt haben, dann beschweren, dass das, was sie dort bestellt haben, nie ankommt. Ja. Und dann die, weiß ich nicht, wie die, ich glaube, die Reumütigen oder sowas in der Richtung, die dann doch hinterher schnell das Passwort geändert haben. Und nur jeder 100. Mitarbeiter hat die böse Seite zum Sperren gemeldet bei dem Firmenproxy-Team oder sowas in der Richtung. Ja. Genau, IPMI. Wer von euch hat denn sein IPMI mit dem nackten Arsch im Internet? Wer kennt jemanden, der... Da hätte ich mich nicht getraut, die Hand zu heben, glaube ich. Also das ist diese Server-Management-Schnittstellen. Die gibt es auch unter anderen Namen. Ich glaube, das von AMD heißt noch irgendwie anders. SSM oder sowas in der Richtung. Oh. ILO? Ja, ILO, danke schön. Und das ist wohl
ein furchtbares Massaker, ja. Da haben sie 230.000 Server am Internet gefunden und davon waren 46% noch auf IPMI 1.5, was, glaube ich, irgendwie Admin-Zugriff ohne Passwort gibt oder sowas in der Richtung. Ja, siehe auch die ganzen UEFI, BIOS-Katastrophen und ähnliche Sachen, alles total spaßfrei. Sieg, die verschlüsselten Verbindungen in der EU haben sich vervierfacht. Sie haben sich vervierfacht, sie sind von 1,5 auf 6% gestiegen. Genau. Ja, wow. Aber in Nordamerika ist es weniger. Dann hat mal jemand die CA-Zertifikate in Windows untersucht. Also, interessant ist erstmal die absolute Zahl, ne? Also, wie viele CAs sind in Windows dann eigentlich drin? So ein Dutzend bestimmt, oder? Mehr vertrauenswürdige Stellen kann es doch auf diesem Planeten gar nicht geben, oder? Ich weiß nicht, also... 377. Davon haben 148 nie ein HTTPS-SSL-Zertifikat herausgegeben. Auf der Basis von 48 Millionen untersuchten SSL-Zertifikaten, die übers Internet erreichbar waren. Was da nicht mitgezählt wurde, sind so Code-Signing-CAs und so weiter. Das fällt da schon raus, aber es ist schon ziemlich erschreckend, oder? Und was normalerweise unter Bemerkenswertes gefallen wäre und was wir heute mal verschoben haben in das Normalitätsupdate, ist, wie lange manche Malware-Kampagnen schon laufen. Was meint ihr von diesen dreien hier? The Mask, Dark Hotel und Harkonnen. Wie viele davon laufen länger als 3 Jahre? Entschuldigung, seid ihr der Meinung, alle von denen laufen länger als 3 Jahre? Ja, das sind aber wenig. Die jüngste davon, also die am kürzesten läuft, läuft 5 Jahre. 5. Und die älteste von denen? Na, wer gibt mehr als 10? Wer gibt mehr als 10 Jahre? Hat hier jemand mehr als 10 Jahre? 20? Nee, 12. 12, ne? The Mask 5, Dark Hotel 7, Harkonnen 12 Jahre. Also hier sind Kinder auf diesem Kongress, die waren noch nicht geboren, als diese Malware deployed wurde. Genau. Oh wow, ja. Und das ist, sind durchaus interessante Dinge, ja. Also The Mask, Malware, Rootkit, Bootkit, Versionen auch für Linux und macOS, 400 Systeme in 31 Staaten infiziert und dann wurde die Studie oder dieser Research darüber gepublished, veröffentlicht und die Command- und Control-Server waren 4 Stunden später offline. Also da ist jemand schnell dabei. Dark Hotel, das war ja dieses Leute angreifen, die sich in ein Hotelnetzwerk einbuchen. Das wurde immerhin noch gemacht, da die Angreifer mit im selben Hotel. Das haben die dann über, keine Ahnung, Check My Trip oder ähnliche Geschichten oder einfach nur die Facebook-Statusseite mitgekriegt, wo die absteigen und sich dann ins selbe Hotel eingebucht. Also da ist eine Vor-Ort-Komponente dabei, während bei diesen Harkonnen-Sachen wohl keine Vor-Ort-Komponente dabei ist und das läuft seit 12 Jahren, 300 Firmen angegriffen. Und jetzt kommt das Spannende, um diese 300 Firmen anzugreifen, haben sie sich SSL-Zertifikate besorgt, ordentliche, und um die ordentlichen SSL-Zertifikate zu bekommen, haben sie sich ordentliche Domains besorgt, und um diese ordentlichen Domains zu bekommen, haben sie über 800 Firmen gegründet. Du bist schon ganz schön sportlich. Cool. Die Rückschau. Ja,
China hat, glaube ich, keine Lust mehr. Ne? Die verbieten jetzt den Einsatz von Windows 8 und sie verbieten den Einsatz von ausländischen Antivirus-Systemen. Und die interessante Frage ist ja, warum tun sie das eigentlich? Ja, die haben die Folien von Rüdis Vortrag schon vorher gekannt. Das heißt, dass sie ein neues Linux-Rootkit haben. Hatten die nicht auch den Source-Code von Symantec geklaut? Oh, sie meinst, sie haben ihn auch gelesen? Ja, oder vielleicht ist das nur lokale Wirtschaftsförderung. Das kann auch sein, ne? Denn wenn die Volksbefreiungsarmee jetzt auch ein Antiviren schreibt. Weiß nicht. Ja, Russland schreibt Kohle aus, um Tor-De-Anonymisierung zu machen. Die USA geben dem Tor-Projekt Geld. Hier behauptet gerade jemand im Publikum, das wäre eine Ente. Ja, es war übrigens auch eine Ente, das möchte ich hier nochmal zur Verteidigung meiner Heimatstadt erklären, dass es ein paar Wavies geschafft haben, den Ausbau von WLAN in Hamburger Schulen zu stoppen. Das war aber so eine schöne Geschichte. Ja. Dafür gab es Deutschland sicher im Netz. Und bei Deutschland sicher im Netz, das muss, glaube ich, war jemand da, Deutschland sicher im Netz, bei der Veranstaltung, wo die Ergebnisse präsentiert wurden? Das klang ein bisschen traurig, also so ein bisschen hoffnungslos, also so im Sinne von, als wenn die sich damit mal beschäftigt hätten, wie sicher Deutschland im Netz ist, danach ziemlich hoffnungslos rausgekommen sind. Und dann ruft man natürlich nach dem TÜV. Ja, nee, ich kann das verstehen, ja. Jedes Auto auf Deutschlands Straßen braucht eine Plakette und jeder Computer auf Deutschlands Datenautobahn braucht auch eine Plakette. Also immerhin könnte man dann sicher sein, dass alle Schrauben an dem PC hinterher ordentlich festgezogen sind, ne? Und vor 3 Jahren oder so, also naja, sagen wir es andersrum, wenn diese ganzen Snowden-Sachen nicht hochgekommen wären, dann gäbe es vielleicht Leute, die in irgendeiner Form nie glauben würden, dass sie mit sowas durchkommen. Aber jetzt würde ja jeder davon ausgehen, dass der TÜV dann auch gleich die Hintertür für den Staat mit installiert, oder? Ich meine, was wir da haben, ist halt schon so ein Problem, ne? Dass also eigentlich die Instanz, die in diesem Lande im Prinzip erstmal so für die Sicherheit zuständig sein sollte, so vom Ruf und von ihren Intentionen her ja nicht mal mehr im Ansatz das Vertrauen genießt, dieses zu tun. Ja, also wenn jetzt irgendwie mal guten Tag, wir sind vom BSI, wir würden gerne mal gucken, ob ihr Computer sicher ist. Bisschen schwierig irgendwie so rein vorstellungsmäßig. Ja. Oder guten Tag, wir sind vom BKA, wir wollten Sie auf eine Computersicherheitslücke hinweisen. Demnächst dann auch, guten Tag, wir sind vom Verfassungsschutz. Wir haben da eine Sicherheitslücke bei Ihnen gesehen. Was? Ja, genau, die E-Mail kompatibel. Mhm. Dann wurde der Index geleakt. Von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Und da kam dann auch raus, ne, irgendwie diverse von den Domains dort waren schon seit 4 Jahren nicht mehr in Betrieb oder so ähnlich. Wofür diese Listen gut sind. Dafür hat es der Club auf die Liste in England geschafft. Hm. Nee, wo war das? In England, ja. Wir waren so ein paar Tage gesperrt da. Da waren wir irgendwie im Pornfilter. Mich würde auch echt immer noch interessieren, warum eigentlich. Nee, ich dachte, da gab es mal so eine Pornfirma, die... Ach so, wir waren als terroristische Extremisten Propaganda gesperrt?
Die nackten Bits hier waren zu anstößig. Ah, es gab eine Pornofirma, die hieß CCC. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie bisher immer nur die Caribbean Crabfishers Corporation gesehen. Oh. Regen? Ja, Regen gehört natürlich auch zum Thema E-Government. Hat also irgendjemand beschlossen, es ist zu wenig I in diesem Government, vor allen Dingen in diesem EU? Also meine Theorie ist ja, dass diese gegen Regierungen gezielten Malware-Kampagnen eigentlich nur die Vorbereitung für die Weltregierung sind. Weil, ich meine, letzten Endes braucht man ja gemeinsame Entscheidungsgrundlagen, und wenn alle gegenseitig ordentlich mit Malware infiziert haben und dann nur noch verteilte Suchanfragen in ihre Systeme richten müssen, dann geht der Weg zur KI kürzer, ne? Also wenn dann Joschas KI die Welt übernimmt, dann hat sie dann irgendwie gleich alle Regierungsdaten schon mal ordentlich in maschinenlesbarer Form vorliegen. Ja, das braucht also eine Open-Data-Schnittstelle, sagst du? Genau. Die maschinenlesbare Regierung. Also Weltregierung 0.9 Alpha. Teststadium. Ja, naja, gut. Also das war schlimm. Viel braucht man dazu eigentlich nicht mehr sagen, oder? Ja, das ist durch. Wir üben alle das Schlüssel auswechseln. Das hier war spannender, das Thema TrueCrypt. Da ist ja auch irgendwie nichts mehr hochgepoppt jetzt in den letzten Wochen, oder? Also der letzte Stand war, Nordkorea war es nicht. Und dann haben sie uns noch empfohlen, dass wir alle auf BitLocker umstellen sollen. Das war hoffentlich nicht ernst gemeint. Mikrofon 1. Ich wollte Ron jetzt auch nicht unterbrechen. Ja. Interessanterweise, es lief ja über ein Crowdfunding die Auditierung von TrueCrypt noch an, kurz vor der Einstellung. Die lief noch durch und hat sozusagen mit einem ziemlich erfolgreichen Team noch das Auditing durchgezogen von TrueCrypt. Nach meinem Verständnis gab es davon zwei Stufen. Die erste Stufe, da ist rausgekommen, bisschen sloppy, aber alles in Ordnung. Und die zweite Stufe läuft noch oder läuft die nicht noch? Die läuft noch, ne? Das weiß ich jetzt nicht, ob es da, wie weit es da ist. Weiß es jemand? Läuft noch. Läuft noch. Ja, läuft alle noch. Sind sich einig, das läuft noch. Okay. Gut. Ja, aber trotzdem eines der interessanteren Mysterien. Oder kennt jemand, der jemanden kennt, der weiß, was da passiert ist? Genau, da sind die Mikrofone. Datenverbrechen, da wollten wir mal ein paar Worte verlieren über The Fappening and The Snappening. Und ich glaube, da haben wir zwei, drei Sachen gelernt, die ganz interessant waren. Also einmal, dass es da halt irgendwie Leute gibt, die Celebrity-Fotos, also Celebrity-Nacktfotos, Selfies und ähnliches tauschen. Wohl ein sehr kleiner Illustra-Kreis. Und dass die Leute Zugriff haben auf State-of-the-Art Forensic-Software. Weil den ganzen Elkholm-Soft und so weiter Firmen dieser Welt ihre Software schon mal weggekommen ist und die dann benutzen, um da die iCloud-Accounts leer zu machen und was auch immer. Ja, und da stellt sich dann halt schon die Frage, so ein bisschen so, wie, also neben dem moralischen Aspekt, den wir auch schon im Chaos-Rückblick so ein bisschen diskutiert hatten, die interessante Frage ist eigentlich, was ist eigentlich mit der Haftung der Anbieter? Also weil
irgendwie ist auch nicht einzusehen, dass die Leute halt jetzt, also ich meine, dieses Victim-Blaming, was da lief, also dass die Leute beschuldigt wurden, ihr sollt auch einfach eure Nacktbilder nicht ins Internet stellen. Ja, das war total Bullshit, unrealistisch, ja. Oder? Ich meine, man kann sich zwar selber schuld, wenn du ein Nacktfoto von dir machst. Nee. Ja, was steht denn dahinter? Nur Neid oder was? Also, ich glaube, so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht mehr. Wenn heute so kommuniziert wird, dann sollten wir das als Gesellschaft mal akzeptieren und uns überlegen, wer hier eigentlich schuld ist. Und schuld sind sicherlich die... Schuld sind sicherlich die, die Daten nicht ordentlich gesichert haben. Ja, wenn man da hört, dass Apple nicht in der Lage war, einen Brute-Force-Angriff-Schwellwert da zu definieren und erst hinterher, das ist nicht akzeptabel. Was willst du machen? Eigentlich sieht das so aus wie irgendwie eine Gesetzeslücke, ne? Nein, die Frage ist halt, wie definiert man den Schaden dafür? Also ich habe mich ja dieses Jahr damit ein bisschen intensiver beschäftigt mit der Frage, ob man über Haftungsregelungen da mal für ja ein bisschen mehr Durchzug sorgen kann. Also dafür, dass halt insbesondere bei den Dienstbetreibern da mal ein bisschen mehr Ordnung reinkommt und die ein bisschen motivierter sind, auf die Daten auch wirklich aufzupassen. Und die große Schwierigkeit ist halt, wie monetarisiert, also wie definiert man den ja geldlichen Verlust, wenn solche Daten wegkommen. Und ich tendiere da eigentlich so ein bisschen dazu, zu so einem relativ radikalen Vorschlag, nämlich zu sagen, okay, sollte sich vielleicht einfach daran orientieren, wie der Schadenersatz, den man normalerweise vor den deutschen Gerichten bekommt, wenn die Bild-Zeitung ungefragt Nacktbilder auf Seite 3 von einem postet. Da ist man mit so einem 5- bis 6-stelligen Betrag dabei. Und eigentlich wäre das durchaus ein angemessener Schadenersatz für, wenn man seine Bilder zum Beispiel in einem Cloud Drive oder wo auch immer hat und der Anbieter verspricht, dass er gut drauf aufpasst und dass sie verschlüsselt sind und nicht wegkommen und so weiter und so fort. Und dann kommen sie doch trotzdem weg und werden im Internet publiziert. Dann sollte es auch schon so richtig doll wehtun und nicht mit so einem, Entschuldigung, ist uns mal passiert, abhandenkommen sein. Also man muss natürlich aufpassen, dass man es so strukturiert, dass man dabei halt nicht kleine Startups komplett aus dem Markt rauspressen und dafür sorgt, dass nur noch die ganz großen Unternehmen in der Lage sind, überhaupt solche Dienste anzubieten. Aber klar ist halt auch, dass so wie es jetzt gerade ist, dass es da also keinerlei Verbindlichkeiten, Verantwortlichkeiten und maximal so ein bisschen Schulterzucken und irgendwie, naja, dann kriegst du halt so einen Kreditkarten-Monitoring-Report und vielleicht noch irgendwie eine Stunde beim Psychologen irgendwie für den seelischen Schmerz spendiert. Damit kann es halt nicht getan sein. So, es muss da halt schon mehr Zug und Verantwortung rein. Was unter anderem möglicherweise auch dazu führen würde, dass diese Services plötzlich Geld kosten und nicht mehr mit Werbung finanziert werden können. Ich weiß, das wird euch schocken, aber wir haben ein Bild mitgebracht. Und zwar ein Bild aus der freien Wildbahn eines Rechenzentrums. War das ein Rechenzentrum? Soll das ein Rechenzentrum gewesen sein? Der erste One-Time-Password as a Service. Also was wir da sehen sind, für die, die es nicht verstehen, wir sehen in diesem Pappkarton sind so One-Time-Passwort-Token, die halt jede Minute ein neues Passwort anzeigen, mit dem man sich bei einem Server einloggen kann und die man normalerweise an seinem Schlüsselbund haben sollte. Und die sind in einen Schuhkarton geklebt und vor eine Webcam in diesem Rack gestellt. Und diese Webcam wurde ohne Passwort betrieben. Ich finde es einen sehr schönen Cloud-Service. Ja, es ist einfach auch, es ist hier in der Tradition. Das ist ein weiterer Schritt in der Evolution. Letztes oder vorletztes Jahr haben wir gelacht über den Menschen, der seinen Job in der Firma, der seinen eigenen Job in der Firma, für die er gearbeitet hat, outgesourced hat und den OTP-Passwortgenerator, also RSA-Token oder whatever, an den geschickt hat,
in Vietnam. Indien, glaube ich. Indien? Ja, ich glaube, es war Indien. China, Vietnam, whatever, ja. Der für ihn den Job gemacht hat. Wo ich auch dachte schon so, warum FedEx der das Ding dahin, wenn man da auch eine Kamera aufstellen kann? Weil genau das ist, was, glaube ich, beim MIT mal gemacht wurde vor 10 Jahren oder so. Naja, full circle. Überhaupt sind dieses Jahr viel die Passwörter gewechselt worden von allen möglichen, also alle möglichen Leute haben mitgekriegt. Also es war in der Zeitung, dass man jetzt sein Passwort ändern muss. Mehrfach. Mehrfach. Erstmal 16 Millionen Adressen weg, dann 18 Millionen Adressen, Passwort-Kombinationen weg, dann hat eBay 145 Millionen. Dann das Thema Firmware-Update, ja, Updating. Volksupdating. Die Hälfte der Router in Deutschland sind von AVM oder so. Und jetzt wissen alle, was ein Firmware-Update ist. Finde ich auch gut. Haben die ja auch echt professionell gemacht, ne? Die haben echt Updates für 30 plus Modelle rausgebracht, die teilweise wirklich jahrelang am Markt sind. Das haben wir von anderen nicht gesehen. Also einmal noch Applaus, danke. Also was ich ja bei dieser Passwortgeschichte so interessant finde, ist ja die, mit welchem religiösen Eifer da so in einigen gerade so Unternehmen und auch Behörden so die Passwort-Policy betrieben wird. Also dieses, also mindestens einmal im Monat wechseln. Du darfst keins verwenden, was du irgendwie in den letzten 32 Monaten schon mal verwendet hast. Du darfst natürlich auch nicht auf einen Zettel schreiben. Und Passwortmanager installieren darf man auch nicht. So, und ich meine, wenn man solche Bedingungen hat, ist eigentlich vollkommen klar, was da rauskommt. Ne? Das ist halt so. Ich glaube, Sony hätte sich gewünscht, dass sie sowas gehabt hätten. Das war zu einfach. Nee, es ist schon richtig. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, ob das nicht überhaupt falsch ist, mit Verboten zu arbeiten. Das lernt man ja doch. Mit Verboten arbeiten ist schlecht. Also dieses, du sollst keine nur Kleinbuchstaben nehmen und so. Vielleicht muss man das umdrehen und sagen, du kriegst Gummipunkte, wenn du mehr Sonderzeichen benutzt oder so. Oh, ich weiß das. Wir schicken dir ein flauschiges Gnu zu. Einfach. Oder man verleiht jeden Monat in der Firma den Preis für das schönste Passwort. Was? Genau, das Passwort muss dafür natürlich ausgedruckt werden, ist klar. Also früher in der DDR gab's ja so die Straße der Besten. Ne? So vorne, wenn man in so ein VEB reinkam, da hingen dann so die Porträts von denen, die irgendwie versehentlich die Norm übererfüllt hatten. Und in dieser Straße der Besten, und vielleicht kann man jetzt dann auch so die besten kreativen Passwortschreiber des Volkes, der Firma. Ja. Genau. Okay. Da hat Frank ja, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr von dem Schreckmoment erzählt, als er mal im Krankenhaus war und da aus Versehen seinen Rechner in das Ethernet gesteckt hat und dann irgendwie geguckt hat, was passiert ist, ihn dann schnell abgezogen hat und irgendwie draufgetreten hat, damit auch keiner auf die Idee kommt, er sei daran schuld. Oder wüsste zu viel. Und aber das hat in USA mal wieder ein Krankenhaus mal ein klitzekleines Audit gemacht, sich das Ergebnis angeschaut, ist blass geworden, hat ein großes Audit gemacht und dann haben sie den Laden zugemacht. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Sie haben natürlich keine Ahnung, was sie gemacht haben, aber das muss ein totaler Vollausfall gewesen sein. Also nicht im Sinne von, dass da was ausgefallen ist, sondern das Ergebnis war wohl ein totaler Vollausfall. Bei diesen Medizingeräten, die eine Ethernet-Schnittstelle haben, da ist dann alles, was man kennt, irgendwie 1, 2, 3, 4 und Admin, und zwar hardcoded oder nur Admin eingeben und dann brauchst gar kein Passwort mehr. Und
keine Trennung zwischen Geräten, für die dir Sachen ins Blut spritzen, und den Druckern. Ja. Also, ich sag mal so, Dinge, die man nicht tun sollte, wenn man in einem Krankenhaus liegt, ist NMAP benutzen. So. Und ich habe einen von den SCADA-Vorträgen hier gesehen, und der Vortragende hat gesagt, warum kümmert ihr euch alle um Banken und um Internetshops und die Sicherheit von Nacktfotos? Da draußen gibt es große Maschinen, die Dinge mixen, physisch Dinge mixen, und wo es echt schlecht ist, wenn es zu warm wird oder zu kalt wird oder die falsche Sache in die andere falsche Sache reingemixt wird. Ja, und warum kümmert ihr euch nicht um das? Und er hat schon durchaus recht, ne? Ja, dem kann man nur zurufen, weil wir uns kümmern uns ja noch nicht mal um die Krankenhaus-IT. Ich meine, dieses Stahlwerk, was da irgendwie beschädigt wurde, ja. Ich meine, die haben sich halt, offensichtlich war das ja kein, also zumindest nach dem, was man jetzt so weiß, viel weiß man ja nicht, schien es ja kein gezielter Angriff zu sein, sondern die haben sich halt einfach so ein random Windows rumgefangen. Nee, die haben M-Map laufen lassen. Das ist ja nicht risikofrei. Ja, also das ist echt, da wird einem ganz anders. Dann haben wir ja eigentlich mal eine Kategorie gehabt für die interessantesten Schadroutinen in Viren und Würmern. Und ich glaube, dieses Jahr gewinnt jedenfalls in der Kategorie Spaß haben mit Embedded Devices Dogecoins auf Synology meinen. Schon nicht so schlecht. Was Synology sind, diese Festplattenwürfel, die man sich so zu Hause hinstellt, wenn man irgendwie keine Lust hat, so ein RAID zu administrieren, dann kauft man die einfach, steckt die da rein, und dann wundert man sich immer, warum der Lüfter dauernd an ist. Ja. Das erste Telefon, das so günstig war, dass der Hersteller leider keine andere Wahl hatte, als ein Virus einzubauen, um dann hinterher das, was er da runterkratzt, an den Meistbietenden zu verkaufen. Das ist jedenfalls das, was wir denken, also dass das jetzt zur Monetarisierung gehört von Hardware. Ist eigentlich nur die logische Fortsetzung von werbefinanzierten Services, ne? Ja. Das IRC sagt auch, dass Avast 2015 Home Edition jetzt gegen Viren schützt, die über HTTPS kommen. Und zwar wird das HTTPS aufgepackt und reingeguckt, ob ein Virus drin ist, und dann wird es wieder schön verschlüsselt mit einem dieser Zertifikate, die in Windows mitgeliefert werden. Aber Kaspersky hat da, ich glaube, Kaspersky hat da auch so einen Bock geschossen, ne? Mit irgendwie E-Mail aufmachen und so. Ja. Ja, Bett-USB. Wer von euch kauft denn seine USB-Sticks nur noch, um sie nur noch einmal zu benutzen? Boah, seid ihr alle mutig? Ja. Wer hat denn schon bei seinem Rechner die ganzen USB-Schnittstellen mit Heißkleber zugemacht? Einer? Zwei? Fünf? Wer hat extra lustig buntes Glitzer von seinen Töchtern mit reingemixt, damit er auch merkt, wenn ihm jemand anders da Heißkleber rein... Okay. Ja, ist schwierig mit den Daten dann so, ne? Also das heißt, ihr habt keine Angst vor Bad USB. Na, dann wissen wir, was nächstes Jahr die Kongressseuche werden wird, ne? Nächstes Jahr ist die Eintrittskarte ein USB-Stick. Ja. Nächstes Jahr ist der Eintritt frei. Und wir versteigern, wer die Firmware für diesen USB-Stick liefern darf. Stimmt, beim Camp gibt es wieder eine Rocket, jetzt wo du es sagst. Das schaffen wir mit dem Vorlauf nicht mehr. Es wird zu knapp.
Hat jemand ein paar Details zu diesen Predictive Policing Sachen in NRW und Bayern? Ja, ich habe da. Von NRW habe ich nur mitgekriegt, dass sie was machen wollten und oder gestartet haben dieses Jahr. Von Bayern habe ich nur mitgekriegt, dass sie was total erfolgreich abgeschlossen haben. Nein, sie haben es erfolgreich gestartet und sie haben 3 Wohnungseinbrüche mehr aufgeklärt. Drei. Oh ja. So, immerhin. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht, wie Sie Ihre Vergleichszahl ermitteln, aber hey. Ja. Also diese Predictive Policy-Geschichte ist natürlich jetzt ein zarter Anfang. Worum es da geht, ist natürlich Big Data für die Polizei. Also der Versuch halt irgendwie möglichst aus vielen Daten zu erkennen, wohin man die immer weniger werdenden Polizisten, die auf der Straße noch rumlaufen, hinschickt. Also wieder so der nächste Schritt im E-Government, ne? Also wir wollen eigentlich nicht mehr von Menschen gesichert werden, sondern nur noch von Computern. Genau. Und wir kommen da ja eigentlich noch zu, aber ich muss das, glaube ich, jetzt sagen, weil sonst platze ich. Du hast dann diese KI-Systeme der Behörden, die versuchen rauszukriegen, wo du als nächstes einbrechen wirst. Indem sie gucken, wer wann wo eingebrochen hat, und die Leute kommen dann immer irgendwie wieder dorthin, wo sie schon mal eingebrochen haben. Und auf der anderen Seite hast du Google Now. Und Google Now sieht dann ganz genau, also der war erst da, wo er sonst nie war, und dann war er da, wo er sonst nie war, und dann war er da, wo er sonst nie war, und dann war er auf der Polizeiwache. Und benutzt dann dieses Pattern, um dem Nächsten, der da war und da war und da war, sagt, und als nächstes hast du einen Termin in der Polizeiwache. Ich glaube ja nicht. Wahrscheinlich wird es dann eher so sein, dass sie die Daten zwischendurch an Amazon verkaufen und die dir eine schöne neue Titanbrechstange empfehlen. Also vor dem Termin in der Polizeiwache. Genau. Ja, genau. Dazu müssen wir gar nichts mehr sagen, deswegen haben wir ein Bild mitgebracht. Attribution is hard, let's go shopping. Mehr kann man dazu eigentlich nicht mehr sagen. Genau. Ja. Ja, der war gut. Das erste Antivirus-Programm, was parallel nochmal guckt, ob dein Router up-to-date ist oder halt da sich da was eingenistet hat. Und eigentlich sehen wir diesen Trend auch so im Corporate-Bereich, ne? Also wo doch eigentlich immer interessantere Malware zu deiner Sicherheit auf deinem Arbeits-PC installiert wird. Genau. Es besteht keinerlei Gefahr für die Bevölkerung. Gehen Sie weiter. Die ist auf verschiedenen Ebenen interessant. Also erstmal dieses Antivirus ist tot, ne? Das hat Symantec gesagt. Das haben die gesagt, als sie noch 40% Umsatz mit oder Gewinn, keine Ahnung, mit Antivirus gemacht haben dieses Jahr, sagen die, Antivirus ist tot. So, und andere, das kommen auf die Idee, dass man sich vielleicht nicht nur um den lokalen PC kümmern sollte, sondern auch um das Netz, in dem man ist. Das ist ja eigentlich ganz begrüßenswert. Und das war jetzt die erste Software, die ich gesehen habe, die tatsächlich guckt, wer ist der Default-Router und geht's dem eigentlich noch gut. Ich glaube, das ist die Home-User-Edition gewesen oder so. Und die guckt dann erstmal, ob das irgendwie einer von den bekannten Routern ist, die ein Firmware-Problem haben, also ein Update brauchen. Und was man ja in Firmen sieht, ist, dass Firmen sich eigentlich nicht mehr ihrem Inventory-Management nicht mehr vertrauen und irgendwie die eigenen Netze rauf und runter scannen mit Vulnerability-Tools, um dann zu gucken, was sie da so finden, ob sie das eigentlich alles kennen und ob da irgendwas gepatcht werden muss. Und das hier ist jetzt der erste, jedenfalls soweit ich das sehe, mitbekommen habe, das erste Produkt, das tatsächlich sowas Ähnliches, was man im Enterprise-Markt hat, jetzt auch für den Heimbereich kommt. Und der nächste Schritt ist dann ganz klar das, was die zwei Leute schon machen, nämlich das ganze lokale Netz scannen. Und dann sagen, guck mal, irgendwie, da ist ja nicht nur dein Router, der braucht einen Patch, sondern da sind noch andere Sachen. Und
Da gibt's auch schöne Beispiele für, ja. Also, wenn man dieses AVM-Ding nimmt, was da gelaufen ist, Heise hat da ja so einen schönen Router-Test dann rausgebracht und, wo man dann gucken konnte, ob der eigene Router betroffen war oder nicht. Und dann haben da Leute bei Heise angerufen und gesagt, sag mal, ich habe meinen Router gepatcht und trotzdem ist hier das Fenster rot. Was ist denn das? Eure Software ist kaputt. Und da kam dann raus, die hatten längst vergessen, dass sie da von AVM auch noch einen WLAN-Repeater zwischen sich und dem Router hatten. Ja. Ja, hey, den steckt man in die Steckdose, dann konfiguriert der sich fast von selbst und dann vergisst man ihn, ja? Völlig verständliches Problem. Und wenn jetzt so ein Antivirus-Ding sagt, Antivirus ist tot, ich muss was anderes machen, was könnte ich denn tun? Mal das Heimnetzwerk prüfen irgendwie und den Leuten erklären, dass ihr Telefon, dass ihr Fernseher irgendwie ganz schön viel Bandbreite nach draußen verbraucht, dann ist das nicht die falsche Richtung. Ja, die Frage ist dann halt nur, wer kontrolliert denn halt diese Forensik-Malware? Ja, also weil letzten Endes bauen wir da gerade so lustige Pyramiden ja auch in den Firmen so, oder? Da gibt's dann halt so irgendwie so die 2, 3 Konsolenarbeitsplätze, die dann das Mobile Device Management und den Permanent Live Forensics oder was, da gibt's auch so schöne Schlagworte für, kontrollieren. Und eigentlich muss man dann ja nicht mal mehr anfangen, sowas wie Regeln in die Firma einzuschleusen. Ist ja schon da. Eigentlich muss man es nur repurposen für die eigenen Zwecke. Ich glaube, es ist alles ein großer Plan und Skynet wird kommen. Das nächste schöne Beispiel für Hardware, die inzwischen billig genug ist, dass man neue Angriffe fahren kann, war dieses Thema mit den Infrarotkameras zum Ausspähen von Pins, ne, an diesen Kreditkarten, Zahlungsterminals mit diesen Gummitastaturen. Und Gummitastaturen sind ganz toll, ja, wenn man da drückt, 1, 2, 3, 4 und dann davon einen Wärmebild macht, dann kann man genau sehen, welche von den Tasten zuerst gedrückt worden ist und welche als zweite gedrückt worden ist und welche als dritte gedrückt worden ist, weil die Wärme so gut speichern. Ja, und die Kamera, die man dafür noch braucht, die ist so groß, dass man sie sich hinter sein Telefon schieben kann und dann sieht man aus wie einer, der hinter dem steht und ein Selfie macht. Ich finde es ja interessant. Also ich meine, letzten Endes brechen da jetzt diese ganzen Authentication-Technologien eine nach der anderen weg. Ja, genau. Und noch eine schöne Nummer war der Anunnak Bankraub. Da haben sie 50 Banken in Russland aufgemacht, 3 Bezahlungssysteme, 25 Millionen Dollar abgeräumt. Angefangen hat es mit der Infektion eines Mitarbeiter-PCs und dann haben sie 42 Tage gebraucht im Durchschnitt oder am schnellsten, habe ich vergessen, um sich bis zu den Geldautomaten durchzubeißen. Und wisst ihr, wie man so einen Geldautomaten, wenn man ihn nur softwaremäßig anfassen kann, dazu bringt, also als Auszahlungsterminal benutzt? Naja, man kann ihm nicht sagen, mach mal die Klappe auf und schmeiß das Geld raus. Das geht nicht. Also jedenfalls bei den meisten nicht. Ja. Aber was sehr wohl geht, ist die Ordnung der Geldkassettenscheine umzusortieren. Und dann sind die eben wohl hingegangen und haben gesagt, gib mir mal 10 50-Rubelscheine und dann kamen raus 10 500-Rubelscheine. Oder sowas. Mikrofon 1. Damit wir nicht so depressiv werden, möchte ich eine positive Entwicklung, die mir 2014 auffiel, einbringen. Ich weiß nur nicht, ob sie unter E-Government-Datenverbrechen oder bemerkenswert fällt. Und mir ist auch gerade der englische Begriff entfallen. Das ist ein Phänomen im angloamerikanischen Raum seit dem Lada-Leveson-Fall. So viel über die National Security Letters gesprochen wurde, dass sich nämlich diese Kanarienvögel, da hat sich ein englischer Begriff für etabliert, bei die Warren Canaries. Ja, danke schön, genau. Mhm. Die haben sich, finde ich, da gab es sehr einfallsreiche Varianten von. Da wollte ich mal gerne darauf hinweisen. Also es funktioniert so, dass man wenn man den auf seiner Webseite schreibt, so wir hatten bisher keine Anfragen zu diesem oder jedem
oder nach diesem oder jedem fieser Titel und es dann plötzlich nicht mehr hinschreibt, dann weiß man, dass da was fehlt. Ja, sehr begrüßenswerte Idee. Scusi? Mikrofon 2, bitte. Mikro 2. Zu der Bankraubgeschichte. Wisst ihr, woher das kommt mit dem Geldkassettenwechsel? Vor 3 Jahren hatten wir das, als irgendwelche Teenies in den USA die Anleitungen von Geldautomaten im Internet gefunden hatten, zu ihrer lokalen Tankstelle gegangen sind, das Standardpasswort aus der Anleitung ausprobiert haben. Per Pinpad die Geldkassettenreihenfolge, also Belegung für Scheine geändert haben, $20, was dann $200 waren, abgehoben haben, es wieder zurückgeändert haben und das jahrelang getan, oder eine ganze Zeit lang getan haben, monatelang, bis einer vergessen hat, das Ding wieder zurückzustellen. Dann war Party in dem Dorf. Operational Security ist hart. Gut. Was hatten wir jetzt gesagt? Wir spielen dazu Fahrstuhlmusik eigentlich? Genau. Wir spielen jetzt hierzu Fahrstuhlmusik, lassen das so 5 Sekunden laufen, dass jeder Zeit genug hat, um sich davon ein Foto zu machen. Oder und dann machen wir den nächsten. Und dann warten wir nochmal 5 Sekunden, warten das Gelächter ab und gehen dann weiter. Die Stichworte für 2015. Böse Hardware ist, böse Software ist, ne? Alles eh egal. Das Thema Patches ohne Rückfrage hatten wir schon kurz angesprochen und ich denke, wir werden sehen, dass sich da die Auseinandersetzung, glaube ich, oder Diskussion oder so, wahrscheinlich den Höhepunkt sehen wir dann oder so. Also, weil ich glaube, wir haben als Industrie was falsch gemacht. Also, wir im Sinne von die Industrie und wir, die Power-User, was falsch gemacht, weil wir haben dieses Modell, ich will wissen, was auf meiner Maschine passiert und das bedeutet, dass ich wissen will, wann irgendwelche Patches kommen und ich will die einzeln abnicken und ich will vorher die Knowledge Base Artikel dazu lesen und la la la. Das haben wir übertragen und gesagt, jeder muss das tun können per Default. Ja? Und dann haben wir jahrelang die Anrufe entgegengenommen, ja, wo dann, ne, die Familie anrief und sagte, jetzt ist hier JRE-32-Intel-.exe will auf das Internet zugreifen, ja oder nein? Und haben immer noch nicht die Einschläge gemerkt. Und jetzt geht's los, dass die ersten Hersteller sich gerade trauen, aber eigentlich müssten wir sie dazu prügeln. Der Punkt ist einfach, die meisten Leute, die einen Computer haben, können nicht beurteilen, ob das jetzt okay ist oder nicht. Und deswegen sollten die Patch-Dinger einfach durchlaufen. Ja, warum noch jemanden zu fragen, ist sinnlos, ist sogar gefährlich. Ja, ich habe das nicht, ich habe nicht Ja gesagt, ich habe mich nicht getraut. Ja. Ja, verdammt nochmal, das waren Betriebssystem-Patches für dein Java. Wenn du es schon nicht abschalten kannst, dann musst du patchen, immer als erstes, sofort. Wer von euch hat dieses Jahr, war in der Lage, mal wieder irgendwo ein Java zu killen in der Familie? Ist immer ein gutes Gefühl, oder? Ja, ja. Aber so, und natürlich wollen wir in der Lage sein und ein Registry-Key haben, um das abzuschalten und sagen zu können, dass wir gefragt werden wollen. Aber wollen wir das noch für die breite Masse? Ja, ich glaube, die Frage muss man jetzt mal langsam stellen. Mikro 2. Genau das wollte ich auch noch dazu sagen. Ich bin da bei euch. Für die breite Masse wäre es besser, wenn die einfach durchlaufen. Und Fragen ist auch überflüssig, weil kann deine Oma eh nicht beurteilen, ob da jetzt irgendwie Ja oder Nein zu klicken ist. Aber wir sollten ganz dringend darauf achten, diesen Registry-Switch zu haben und es einfach ausschalten zu können. Because every feature you can't turn off is a bug. Ah, klar.
Und aber ich frage mich noch, wie die Industrie mit die diese Forderung umsetzen wird. Wird sie den Leuten sagen, du, wir können dich auch in die erste Welle Patches tun und dann ist das Produkt billiger? Oder ob sie sagen, nur $5 extra und du kommst in die erste Gruppe, die die neue Version kriegt. Was? Kommt mit Windows 10. Kommt mit Windows 10, na alles klar. Mikro 1. Also wenn wir über diesen Apple-Vorfall reden, wo sich irgendwie kein Schwein darüber aufgeregt hat, dass nicht rückgefragt wurde, gab es aber einen anderen Shitstorm beachtlichen Ausmaßes gegen Apple, als die für irgendeine Werbemaßnahme, ich glaube es war ein Song von U2, in deren iTunes hochgeladen haben, um sie zu fragen. Da gab es den fetten Shitstorm gegen Apple, weil das darf man ja auf gar keinen Fall machen. Naja gut, ich meine, ich sag mal so zwischen so einem NTP-Patch und so einem Bonus-Song. Ich wüsste, glaube ich, auch, worüber ich mich aufregen würde. Habt ihr den Internet of Toilets Talk gesehen? Also dieses Internet of Things, ne? Da ist ja, wird uns ja immer gerne so eingeredet, da geht es im Wesentlichen darum, dass deine Waschmaschine und dein Kühlschrank irgendwie Internet haben, damit sie irgendwie an- und ausgehen können, wenn der Strom gerade billig oder grün ist. Aber eigentlich wird es wahrscheinlich wie immer ganz anders kommen. Ja, also wovon wir da reden, ist ja eigentlich dieses Phänomen, dass alles plötzlich Daten sprudelt. Also jeder Lichtschalter, jedes Endgerät, jedes Stück Hardware, was irgendwie Strom hat, kriegt eine IP-Adresse, ob es nun sinnvoll ist oder nicht. Und wenn man sich so diese, du machst es ja gelegentlich, diese Home-Automation-Foren, ne, zu frequentieren, da bekommt man ja schon einen ganz guten Vorgeschmack darauf, wie so Menschen so, also ich finde es immer sehr interessant, weil das sind so mutige Menschen, die die Zukunft ausprobieren, so, und auch wenn sie schon noch ein bisschen schartig und blutig ist. Aber was wir da am Ende rausbekommen, ist die große Frage, wer kontrolliert am Ende die Daten, die dabei anfallen? Ja, aber Home Automation ist ja so ein Ding, ich meine, das ist von vornherein klar, dass man will, dass die Sachen zusammenarbeiten, ja, und zwar im eigenen Haus zusammenarbeiten und nicht irgendwo anders in der Cloud oder beim E-Government zusammenarbeiten. Aber das ist ja das, was wir hier kriegen. Die Internet of Things heißt, alles ist, hat eine IP-Adresse, alles telefoniert nach Hause und alles ist ein Sensor. Auch wenn man gar nicht glaubt, dass das ein Sensor ist, auch wenn das erstmal nicht so aussieht, als wenn es ein Sensor ist, ist alles ein Sensor oder vielleicht sogar ein Sender. Und man muss nur manchmal ein bisschen länger drüber nachkommen, bis man drüber nachdenken, bis man auf die Idee kommt, für was etwas denn ein Sensor sein kann. Ja? Und was so ein Ding eigentlich alles sehen kann. In England gibt es da diese Mülltonnen, die gucken, welche Wi-Fi-MAC-Adressen von Clients sie sehen. Ne? Und damit sie sehen können, ob jemand sich langsam durch die Straße bewegt oder schnell durch die Straße bewegt oder ob er irgendwelche lustigen Kurven dreht und ähnliches. So. Und dann ist der erste Hersteller losgegangen, hat bei seinem Telefon so eine Software, also die Firmware geändert, dass wenn der nach SSIDs fragt und nach WLANs sucht, dass er dann die MAC-Adresse wechselt und so weiter. Aber das ist, wenn man sich das mal genauer anguckt, ja gar nicht der Punkt. Nee, mein, letzten Endes ist es halt die Frage, für wen werden diese Daten angesammelt und was passiert damit? Und meine Theorie ist, dass das nicht für Menschen ist, sondern für künstliche Intelligenzen. Weil letzten Endes fallen da so viele Daten an, dass man sie eigentlich nur mit KI in irgendeiner Art und Weise beackern kann. Also mit Machine Learning. Und wenn man sich so anguckt, wohin so gerade so, naja, so Google Now und Siri und so, die Facebook wahrscheinlich auch, die kaufen gerade quasi jeden, der nicht bei drei auf den Beinen ist und irgendwas von KI versteht, ein. Und
sagen auch nicht so richtig, wo sie damit hinwollen, sondern es sickert so ganz langsam rein. Ne? Und das ist halt nicht so eine Hall 9000 KI, sondern so, also die sagt am Ende zwar auch dasselbe, so, ne? Sorry, I can't let you do that, Dave. Aber eben sehr viel schmalbandiger und nicht mit eigenem Bewusstsein, sondern es sind dann halt so die kleinen Nützlichkeiten, die halt dein Tagespattern lernen, die lernen, ob du gerade einen Termin hast und wo dein Termin ist. Und wenn man sich das so anguckt, so die ersten Anfänge davon kann man gerade so auf diesen Google-Uhren beobachten, ne? Also diese Smartwatches da, Gear heißen die. Da gibt's nicht mehr so richtig User-Interface, da gibt's halt nicht mehr so richtig Icons oder so, sondern, also es, man kann ja natürlich nachinstallieren, so wenn man auch Apps draufschiebt, aber so im Auslieferungszustand ist man erstmal total verwirrt, weil diese Uhr denkt, sie ist schlauer als du und einem Dinge anzeigt, die sie gerade für relevant hält. So, und kann damit richtig liegen, kann damit falsch liegen, aber das zeigt halt so den Ansatz, wo sie eigentlich damit hinwollen, nämlich tatsächlich einen, sagen wir mal so, künstlich intelligenten Lebensbegleiter, der halt so schon grob eine Ahnung hat, wie dein Leben aussieht. Wobei das ja gar nicht künstliche Intelligenz ist in dem Sinne, ne? Also künstliche Intelligenz mal schön in Anführungsstrichen. Wir reden hier über eher simples Pattern Matching, oder noch? Also wo die sich noch einfach wo die gar nicht sagen, dass da irgendwie ein Elektronengehirn darüber nachdenkt, wenn du das machst und dann das machst, willst du bestimmt das machen, weil es irgendwie ein Bild von der Welt in seinem Kopf hat, sondern schlicht und einfach: Vor dir waren hier schon 10.000 Leute, in diesem Fall 13.000. Und von denen haben 4.000 erst das gemacht, dann das gemacht und dann das gemacht. Das heißt, wenn du A und B machst und die anderen haben alle C gemacht, dann schlage ich dir jetzt auch mal C vor. Ja, das ist ja keine künstliche Intelligenz in dem Sinne, richtig? Ja, aber das ist nur ein Teil des ganzen Spiels, weil nebenbei liest das Ding auch noch deine E-Mail und deinen Kalender. Versucht zu raten, was jetzt du vorhast und was passiert. Also. Und dann sagst du ihm immer freundlich, das war falsch. Mhm. Du hilfst ihm beim Lernen. So funktioniert Machine Learning. Ja, ich denke, 2015 werden wir ziemlich viel über autonome Fahrzeuge reden. Das geht doch relativ schnell jetzt so alles. So, eines der bemerkenswerten Dinge daran ist, dass die meisten Menschen haben noch nicht so ganz verstanden, dass eigentlich schon fast alles fertig ist. Also wenn man sich heute so eine aktuelle Oberklasse kauft von irgendeinem großen deutschen Hersteller und da ohne Rücksicht auf die Endsumme alle Kästchen anklickt, für alle Assistenzsysteme, dann kriegt man ein Auto, wo das Einzige, was einen noch daran hindert, das Ding so komplette Autobahnabschnitte autonom fahren zu lassen, die Hände am Lenkraderkennung ist. Also wenn man halt so wie Spurassistenz, irgendwie Geschwindigkeitsassistenz, irgendwie alles andere einfach anklickt, dann fährt das Ding halt einfach von selber auf der Autobahn. Und es meckert halt nur rum, wenn man halt die Hände vom Lenkrad nimmt. Kann man nicht als Zubehör kaufen, die Hände am Lenkrad? Und das Zweite, was da noch fehlt, ist die Integration mit dem Navi, damit es halt auch Autobahnausfahrten auf die nächste Autobahn von selber nehmen kann, ohne dass es man dann noch per Hand eingreifen muss. Wie man dahin kommt, überlasse ich mal lieber dem geneigten Leser, bevor ich noch Ärger mit dem Kraftfahrzeugbundesamt bekomme. So, und das ist diese Hardware, die verknüpfen wir dann mit den Netzen. Da geht auch noch einiges im Bereich Monetarisierung. Wir hatten gerade dieses Thema mit diesem Darknet-Hotel oder Dark Hotel, wo Leute angegriffen worden sind, während sie im Hotel waren, weil sie sich da in ein nicht vertrauenswürdiges Netz eingebucht haben und das Netz vorher halt übernommen, / angegriffen worden ist von anderen Leuten, die diesen Personen Böses wollten. So. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, wo Technologie, die am Anfang irgendwie vom Militär eingesetzt wird oder Spionage, dann sich dann Richtung Business-to-Business-Angriffe und dann irgendwie Angriffe gegen alle
weiterentwickelt. Ich denke mal, der nächste Schritt wird sein, dass wir das vielleicht auch was für Geschäftsmodelle der Zukunft, wo dann jemand kommt und sagt, ach, liebes Hotel, ich biete dir an, Internetzugriff für alle deine Gäste, für umsonst. So, und die Details, dass der dann jede SSL-Verbindung aufmacht und alles abspeichert, was darüber geht, das ist dann halt Monetarisierung. Gibt's schon. Ja, ich meine, wenn ich so gucke, was irgendwie in manchen Hotels so los ist, da frage ich mich auch schon so, ob es da nicht so einen gewissen Konkurrenzkampf sogar gibt zwischen verschiedenen Anbietern. So, neulich war ich in so einem Hotel, da gab es 4 verschiedene kommerzielle WLAN-Anbieter. Die kosteten alle nichts. Hatten alle ihre eigene Infrastruktur da. Keine Ahnung. Ich habe keinen von denen benutzt. Ja, das nächste ist für VPN-Anbieter gilt dasselbe. Ja, also das ist so, ja, dann benutzt doch ein VPN. Ja, benutzt man einen VPN-Service oder so, auch eine gute Idee, oder? Ist mal erstmal auf der Liste von den Leuten, die VPN-Services benutzen. Ganz tolle Idee. Weiß ich auch nicht. Das ist Captain Obvious, ja. Ich meine, jeder, der auf dem Vortrag war von Tobias oder Carsten, der weiß, dass nach SS7, vor SS7 kam SS5, nach SS7 kommt LTE-Diameter und das wird uns sicher noch ein paar Jahre begleiten. Das Thema. Und was jetzt, wenn man das zusammenzählt, dann sind wir wieder bei unserer alten Kategorie, die wir schon, ich glaube, 2-3 Jahre nicht mehr hatten, weil uns dazu nichts mehr einfiel. Aber das ist dieses Corporate City States 1.0. Ja, Corporate City States sind aus diesen Zukunftsvisionen von Bruce Sterling, William Gibson. Und Demolition Man. Ja, ihr solltet alle nochmal Demolition Man gucken. Weil ja. Demolition Man war tatsächlich der erste größere Hollywood-Film, in dem es eine Smart City gab. Also da hing, weiß nicht, wer von euch kennt denn den Film? Ah, zu wenige. Aber gut, die anderen gucken, wir fragen nächstes Jahr nach. Ja? Aufschreiben, Hausaufgabe. Hä? Ja, Sylvester Stallone kann man dann noch ignorieren. Außerdem war er dann noch relativ jung. Da gibt's sehr interessante Features. Also da gibt's halt so automatische Abwehr von... Genau, es gibt automatische Abwehr von diesem und jedem und ansonsten achtet auf die 3 Muscheln. Am schönsten finde ich eigentlich die Strafzettelprinter, die an jeder Wand hängen. Und wenn man flucht oder so oder jemand sonst wie beleidigende Worte benutzt, dann kommt da so ein Zettel raus. Jedenfalls kann man da sehr schön sehen, wie sowas funktioniert, so eine Smart City. Also immer wenn man so Smart City denkt, denkt man ja so, naja, dann ist das alles intelligent und grün und irgendwie versucht irgendwie einen möglichst dahin zu leiten, wo man hingelitten haben will. Was aber eigentlich dahinter steht, ist ja das Zusammenfließen von so 3 Konzepten. Also das erste ist, alles ist ein Sensor, das heißt also, wir haben jede Menge Daten. Das zweite ist, wir haben alle irgendein elektronisches Gerät in der Tasche, mit dem man uns irgendwie Nachrichten zukommen lassen kann, unser Verhalten beeinflussen kann. Und das dritte ist die Überzeugung, dass irgendjemand das besser weiß, meistens halt irgendwie ein Stück Software dann am Ende, die dafür sorgt, dass die Menschen Dinge tun, die smarter sind. Also so ein einfaches Beispiel dafür ist zum Beispiel halt, nehmen wir an, man weiß halt irgendwie in einem bestimmten Bereich ist halt irgendwie gerade viel Verkehr unterwegs, dann könnte halt so eine richtige Smart City in dem Bereich halt die Parkgebühren verzehnfachen und parallel dazu dafür sorgen, dass, wenn man in diesen Bereich fährt, das BVG-Ticket bzw. das Nahverkehrsticket umsonst ist. Ne, das ist so ein Nudging, nennt man sowas. Ne? Also man bestraft Menschen nicht, sondern man führt sie dahin, dass sie das Richtige tun. Und das ist eigentlich dieses Versprechen davon. Ne? Und bloß was dabei dahinter steht, ist eigentlich ja noch ein sehr... Naja, so ein bisschen so dieser kybernetische Sozialismus, so der versucht halt irgendwie alles besser zu wissen. Und
was mir da immer so einfällt, ist halt dieses, esst alle mehr Spinat, weil da ist viel Eisen drin. Was so 30 Jahre lang irgendwie das Dogma war. Bis ich dann irgendwie rausstellte, dass es leider ein verrutschtes Komma war und da gar nicht so viel Eisen drin ist. Ja, genau. Und ist euch aufgefallen, dass Google euch beim Wählen helfen möchte? Also wir benutzen ja, wer von euch benutzt den Wahl-O-Mat vor Wahlen? Also schon relativ viele. Ja, ist halt ein sehr datengetriebenes Publikum. Ne? Ja, genau. Und eigentlich ist dieser Wahl-O-Mat ja relativ simpel, ne? Macht ja nur Stichwort-Matching auf die Programme. Aber eigentlich könnte man ja mit so ein bisschen semantischer Analyse und so durchaus auch die Aussagen aus den Parteiprogrammen und von den Spitzenkandidaten mit einbeziehen und so weiter und so fort. Und dann müsste man sich mit diesem ganzen schwierigen Wahlthema nicht mehr so intensiv beschäftigen, sondern könnte einfach das Knöpfchen drücken oder das Kreuzchen da machen, wo das Googlechen meint, dass man es machen sollte. Wäre auch sehr smart irgendwie, ne? Also sehr smarte Politik dann. Genau. Und also nochmal zurück zur künstlichen Intelligenz auf dem Niveau von Corporate City States irgendwie 0.9 oder drunter, wird dann irgendwann die Frage sein, was hat die KI wann gewusst? Oder ich meine, das haben wir in der Politik ständig. Was hat wer wann gewusst und wem gesagt? Und wenn man mal sieht, mit welcher Intensität diese Diskussionen da plötzlich geführt werden, wenn es mal um was geht, ja, dann ist völlig klar, dass wir hier für KIs, die auch nur in irgendeiner Form Dinge beeinflussen können, entsprechende Audit-Trails gesetzlich verankern müssen, damit man genau weiß, was die KI wann gewusst hat. Viel Spaß, das der Firma Google abzutrotzen, ja? Okay, etwas fröhlicher. Geschäftsfelder. Hier schlagen wir vor, wo wir denken, man wird gutes Geld verdienen können. Und da haben wir ja schon seit ein paar Jahren das Thema Hardware, die irgendwie veraltet, irgendwie Lifecycle-Management für Hardware, für die man keine Software-Updates mehr bekommt und ist das dann schon gleich Elektronikschrott oder nicht und solche Sachen. Und da haben wir uns überlegt, ist es doch eigentlich inzwischen möglich, sowas wie eine ganz persönliche Filterbubble für veraltete Android-Geräte im eigenen Haushalt zu machen oder also sowas betreutes Wohnen für iPads. Ja. Ich meine, es ist halt so, wenn so Geräte älter werden, so entweder fehlt ihnen dann halt das Backend so, weil halt irgendwie der ganze Cloud-Shit irgendwie schon lange nicht mehr da ist, auf den sie hinkonzipiert wurden. Das fängt jetzt auch schon langsam an, dass man also dann halt so, keine Ahnung, von irgendwelchen intelligenten Bilderrahmen, Thermometern oder so, halt einfach der Cloud-Service weg ist. Naja, und dann gehst du halt erstmal los und was machst du mit dem 4 Jahre alten iPad? Dann fällt dir auf, naja, du kannst ja auch einfach m.spiegel.de aufrufen statt www.spiegel.de und dann geht's erstmal wieder 2 Jahre, ja. Aber der nächste Schritt danach ist ja, oh Gott, irgendwie so ein bisschen rumsurfen ist eigentlich noch gut genug. Vielleicht nehme ich irgendwie meinen Router und sage ihm, dass er irgendwie, keine Ahnung, diese großen JavaScript-Bibliotheken, die einem da entgegengeworfen werden, irgendwie wegschmeißt oder Animated GIFs, mit denen das Gerät eh nicht mehr umgehen kann. Das ist für mich so betreutes Wohnen für iPads, ja. Das Netzfiltern. Also ich brauche eigentlich keinen Kinderschutzfilter, sondern ich brauche einen, das schafft der Prozessor von der alten Gurke, deren Display aber noch gut genug ist, nicht mehr. Filter. Ja, warum wegschmeißen, oder? Also ganz im Ernst, warum wegschmeißen? Und das geht dann von betreutes Wohnen bis hin zur Gummizelle für den Fernseher. Ja, wenn der Fernseher eine olle Petze ist, ne, und die haben ja mittlerweile alle Ethernet und auch eine Kamera und ein Mikrofon, dann bleibt einem nichts weiter übrig, als die einzusperren. Ne? Da haben wir hier eine Kamera. Meine Uhr sagt mir, dass mein Telefon sagt, Presidential Alert, all your phones are belong to us. Außerdem
Außerdem behauptet mein Telefon, ich sei jetzt bei AT&T eingebucht. Ich war doch immer Kunde bei Netz. Oh Mann, ey. Also, aber jetzt mal ohne Scheiß. Die nächste Milliarde Geräte auf diesem Planeten, das werden alles Androiden sein. Also im Sinne von Android. Darum müssen wir uns kümmern. Das ist, ach nee, ist egal, ne? Die Batterie ist dann kaputt und fertig. Hängt vom Gerät ab, ne? Also, bei manchen kann man es auch noch wechseln. Bei Tablets halt nicht mehr so sehr. Aber man kann immer noch an die Wand hängen als Bilderrahmen so. Ja, ist das gut oder ist das schlecht? Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, für die nächste Milliarde Androiden brauchen wir eine Antwort. Und zwar eine Antwort, die darf eigentlich nicht länger als 3 Monate dauern, weil länger dauert es ja nicht, bis das veraltet ist, oder? Ja, 4 manchmal, ja. Das sind natürlich die Clients, ja. Das sind die Clients, um die man sich kümmern muss. Um die Backends muss man sich auch kümmern, ja. Was ist mit diesen ganzen Startups, die jetzt alle pleite gehen werden? Die ganzen Kickstarter-Smart-Device-Hersteller. Genau, die irgendwelche lustigen, mehr oder weniger lustigen Backends haben und wo ihr dann irgendwie die Devices gekauft habt und dann geht plötzlich die Cloud kaputt, mit der das immer telefoniert. Ja, und dann braucht man ja einen Cloud-Ersatz dafür. Also mit Cloud-Backend-Simulationen für beliebte Produkte, denken wir, kann man Geschäfte machen in der Zukunft. Und dann habe ich noch einen für. Dann habe ich noch einen für. Wir schmeißen ja ganz viel weg. Ne? Also die neuen Geschäftsfelder, die wir hier nicht auflegen, weil wir denken, das wollen wir nicht sehen. Aber ich denke, das sagen wir jetzt mal, weil das ist so schlimm. Da kommt bestimmt jemand auf die Idee. Und ihr könnt dann entscheiden, ob das schlimm ist oder nicht. Ja, gehst hier hin zu dem Kongress, schaust dir den Vortrag an von Starbuck, so gehst durch die kalte Welt da draußen hier hin, denkst, es ist alles zu kalt. Frieren die Finger, du denkst, du brauchst Handschuhe. Dann gibt's ja schon diese Handschuhe, die so Touchscreen-sensitiv sind. Ne? Dann gehst du hier runter in den Keller, siehst die Nähmaschinen da und dann denkst du, wäre das nicht total falsch, wenn es einen Service gäbe, wo ich irgendwie ein Foto von meiner Hand hochlade und dann nähen die mir das mit Graphit auf meine Handschuhe vorne drauf? Sodass ich den Handschuh nicht ausziehen muss, um den Fingerabdrucksensor zu benutzen. Und natürlich ist das eine total schlechte Idee. Warte mal, vielleicht könnte man es auch einfach so als einen Ring machen, ne, den man unter dem Handschuh oder über dem Handschuh haben kann, wo einfach ein Standardfingerabdruck drauf ist. Und dann könnte man auf die Webseite schreiben, garantiert individuell aus 99 verschiedenen Kombinationen ausgewählt. Es muss essbar sein, irgendwas, was man bei der Grenzkontrolle dann runterschlucken kann. Oder? Ja. Gummibärchen bieten sich da an. Ja, das hält ja dann nicht lange. Stimmt, genau. Ja. Da kann man noch was draus machen. Denkt ein bisschen drüber nach. Da geht noch was. Ja, und dann natürlich das Thema Trendsportarten. Das Thema. Also ich meine, getaggte, hochaufgelöste Fotos von sich im Internet haben, ist mittlerweile schon ein Problem, wenn man solche Biometrie benutzen möchte, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn man die Angewohnheit hat, ins Publikum zu winken oder so. Das ist ganz schlecht. Und weil das Thema ist durch, ja. Also das ist einfach, Thema ist sowas von durch. Apropos winken, das Internet möchte, dass ich euch an die Redezeit erinnere. Ja. Die was? Die was? Ich soll euch an eure Redezeit erinnern. Ich habe eine Frage an das Internet. Wie ist denn das Plural von Iris? Iriden ist übrigens das
Und der nächste Punkt ist natürlich Personal Drone Airspace Defense. Also da könnt ihr schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Wir probieren eine neue Trendsportart traditionell auf dem Camp aus. Da könnt ihr schon mal ein bisschen eure Kreativität spielen lassen. Vielleicht werden wir auch einen entsprechenden Wettbewerb dazu haben. Wir haben ja dann ein bisschen Platz. Genau, wir haben hier Leute, die können echt gut Drohnen fliegen. Und die Frage ist jetzt, wie schnell kriegt ihr das Ding aus der Luft? mit und ohne Kollateralschaden. Oh Mann, ja, wir müssen auch. Gut, und damit nähern wir uns auch tatsächlich dem Ende. Wir haben nicht so viel zu sagen zur Kryptoapokalypse, außer übt schon mal schön das Schlüssel wechseln und das Algorithmen wechseln. Und den PKI-Tausch, ja. Wahrscheinlich wird es dann so ähnlich sein wie so Passwortwechsel-Policies, ne? Genau. Und damit kommen wir zum Ende. Wir wünschen euch wie immer einen guten Rutsch ins Jahr 1984. Kommt gut nach Hause. Und jetzt kommt noch die Abschlussveranstaltung.